Tag der offenen Tür in der Mevlana-Moschee in Berlin-Kreuzberg. Aber von Offenheit ist im Gebetshaus der Islamischen Föderation wenig zu spüren. Auch heute scheut die Föderation kritische Fragen. Ein Rausschmiss am Tag des Dialogs. Auch hier darf nicht gedreht werden. Die Privatschule auf dem Grundstück der Islamischen Föderation. An der Grundschule werden Kinder islamischer Eltern religiös erzogen. Streng nach dem Koran und ohne westliche Einflüsse wie an staatlichen Schulen. Wir schicken unsere Kinder hierher, damit sie ihre eigene Kultur kennenlernen und damit sie nicht auf der Straße landen wie die Penner. Wenn meine Tochter irgendwann Kopftuch tragen möchte, dass die Lehrer da keine Einwände gegen haben. Getrennter Schwimmunterricht, getrennter Sportunterricht, Islamunterricht, der hier unterrichtet wird. Die orthodoxen Muslime der Föderation verbreiten den Islam nicht nur in ihren eigenen Schulen und Moscheen. Die Islamische Föderation hat in Berlin vor Gericht durchgesetzt, dass sie auch an über 30 staatlichen Schulen eigenen Islamunterricht erteilen darf. Über 4000 Schüler geraten so unter den Einfluss der Föderation. Die Kosten, bislang 2,3 Millionen Euro, trägt der Staat. Die Schulleiterin und Kommunalpolitikerin Marion Berning lernte die Folgen des Islamunterrichts an ihrer Schule in Neukölln kennen. In dem ersten Jahr, als die Islamische Föderation bei uns den Religionsunterricht erteilt hatte, hatten wir sehr große Schwierigkeiten, vor allen Dingen auch mit unseren Jungs. Es sind Aussprüche gekommen den Lehrerinnen gegenüber, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Wir haben Schwierigkeiten gehabt im Sportunterricht, im Schwimmunterricht und vor allen Dingen auch bei den Schullandheimaufenthalten, dass die Mädchen nicht mehr mit durften. Die Grundschule in der Kölnischen Heide, Berlin. Schulleiterin Astrid Busse beobachtete, dass die Schüler sich vor der Islamstunde in den Schulfluren verstecken. Zum Unterricht müsse sie der Islamlehrer wohl zwingen. Also es werden den Kindern auf keinen Fall Werte vermittelt oder Kompetenzen, was ja ganz wichtig ist. Zum selbstständigen Denken werden sie auch nicht angehalten. Es geht nur um Vortragen und Auswendiglernen durch ewiges Wiederholen, es ist eine Art Hypnose oder so ein Mantra. Unterrichtsmaterialien der Islamischen Föderation. Verschleierte kleine Mädchen, die Mutter ohne eigenen Teller am Tisch als Dienerin der Familie. Dieses rückständige Frauenbild wird in Berliner Schulen auf Staatskosten vermittelt. Unter dem Einfluss von Schulbüchern wie diesem aus dem Netzwerk der Föderation verändern sich die Kinder, fürchten deutsche Pädagogen. Wir denken auch, jetzt ist zum Beispiel Ramadan, dass immer mehr Kinder fasten müssen, dass ihre Eltern sie dazu zwingen. Zum Beispiel auch damit, dass sie ihnen 5 Euro pro Tag Belohnung versprechen, wenn sie es durchhalten, ist es unverantwortlich, denn Kinder müssen nach dem Koran auch gar nicht fasten. Und vor 10 Jahren gab es kein Kind, was hier gefastet hat. Es hat auch niemand danach gefragt, ob das Fleisch im Schulessen zum Beispiel geschächtet ist und Ähnliches. Die Islamische Föderation lässt Frontal 21 auch nicht im Unterricht drehen. Was hier vermittelt wird, lässt sich kaum kontrollieren. Ein Insider erhebt jetzt noch weitere Vorwürfe. Abdurrahim Wural, bisher loyaler Justiziar und Geschäftsführer der Islamischen Föderation, behauptet jetzt, die Föderation missbrauche staatliche Gelder. Die Lehrergehälter würden zum Teil an die Föderation zurückfließen als Zwangsabgabe. In seiner Strafanzeige an die Berliner Staatsanwaltschaft schreibt Wural: So haben mehrere Religionslehrer glaubhaft versichert, dass der Vorstand sie verpflichtet hat, 20% der Gehälter in bar zurückzuzahlen. Und denjenigen, die sich mit dieser rechtswidrigen Praxis nicht einverstanden erklären wollten, mit Kündigung gedroht. Laut Strafanzeige sollen das 10 Islamlehrer bezeugt haben. Es war sozusagen das Verwaltungspraxis der Islamischen Föderation geworden, dass die islamischen Religionslehrer 20% ihrer Nettogehälter an die Islamische Föderation zurückgewähren musste. Und ich habe versucht, daran zu arbeiten, um das zu ändern. Leider bin ich daran gescheitert. Die Islamische Föderation hingegen behauptet, die Lehrer hätten freiwillig gespendet. Frontal 21 will den Widerspruch aufklären, bittet um ein Interview. Vergeblich. Wural geht noch weiter. Er behauptet gegenüber Frontal 21, dass sogar die staatlichen Gelder für die Weiterbildung der Lehrer zweckentfremdet worden seien, zum Schaden des Steuerzahlers. Stattdessen das Geld von der Senatsverwaltung für Weiterbildung und Qualifikationskurse der Lehrer zu investieren, hat man mit fingierten Rechnungen, also
dieses Geld der Senatsverwaltung verbraucht. Auch zu fingierten Rechnungen kein Interview. Die Islamische Föderation stellt sich als weltoffene, dialogbereite Religionsgemeinschaft dar. Dabei gehört sie zu einem islamistischen Netzwerk. Als die Islamische Föderation 1980 gegründet wird, tritt ihr der Verein Türkische Nationale Sicht bei. Der Verein Türkische Nationale Sicht nennt sich im gleichen Briefkopf Milli Görüş, der Name einer islamistischen Gruppe. Chef von Milli Görüş Berlin, Aykut Algan, der heutige Chef der Islamischen Föderation. Algan und seine Islamische Föderation haben einen fragwürdigen Hintergrund. Milli Görüş wird vom Verfassungsschutz als islamistische Organisation eingestuft und beobachtet. Die Islamische Föderation ist eine Organisationsform der vom Verfassungsschutz als islamistisch charakterisierten und beobachteten Organisation Milli Görüş. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich problematisch, wenn so eine Organisation unkontrollierter Art und Weise Islamunterricht an der staatlichen Schule ausübt. Zur Verbindung der Islamischen Föderation mit der extremistischen Milli Görüş schweigt die Föderation. Kein Interview für Frontal 21. Kritiker der Föderation wie Marion Berning geraten unter Druck. Die Schulleiterin berichtet, mehrfach anonym bedroht worden zu sein. Aufgrund meiner kritischen Äußerungen über das Tragen des Kopftuches von Lehrerinnen im Schulbereich habe ich eine schriftliche Drohung bekommen per Post mit der Überschrift „Der Islam siegt. Unsere Frauen tragen Kopftücher und alle, die sich dagegen stellen, haben große Probleme." Weitere Drohungen habe ich bekommen per E-Mail, dass ich mich in Acht nehmen soll, als ich mich sehr kritisch über die Durchführung des islamischen Religionsunterrichts durch die Islamische Föderation geäußert habe. Eine islamische Parallelgesellschaft, gefördert mit Steuergeldern. Der Senat hat die Gelder jetzt vorläufig gestoppt, will nach Jahren den Unterricht schärfer kontrollieren.